Beginnen wir gleich mit dem Aufregerthema des gestrigen Tages. Da haben wir erfahren, Sebastian Kurz hat einen neuen Job in den USA. Möglicherweise handelt es sich um einen Job bei einer Datensammelfirma. Was bedeutet das für etwaige Ermittlungen gegen ihn, dass er jetzt doch die meiste Zeit über in den USA weilen wird? Ja, das muss sich die Justiz jetzt ganz genau anschauen, ob das nicht eigentlich so wie ein Manöver ist, dass man sich dem Prozess entziehen will, dass man vielleicht nicht zu Verhandlungsterminen erscheinen will, dass man ja eine Ausrede hat, dass der Untersuchungsausschuss, der jetzt kommt, um diese gesamten ÖVP-Machenschaften aufzudecken, ob man nicht dort dann eine Ausrede hat, warum man jetzt nicht gerade in Wien ist, sondern irgendwo vielleicht in Silicon Valley sitzt oder woanders in Kalifornien. Da muss man ja aufpassen, dass es hier nicht dazu kommt, dass man sich einem Verfahren entzieht. Ja, man wird sehen, wie sich das dann in Zukunft auch noch ergeben wird. Sprechen wir gleich über ein anderes Aufregerthema dieser Tage, und das ist die vorgezogene Sperrstunde. Die wurde vorgezogen, jetzt gilt 22 Uhr mit dem heutigen Tag auch für die Hotelbars und auch für Silvester. Was bedeutet das Ihrer Meinung nach für die Gastronomie und für die Hotellerie? Es ist einmal ein komplett falsches Signal und keiner kennt sich ja mehr aus, was gilt jetzt. Es war eine richtige Dilettantentruppe da, die Bundesregierung. Denn zuerst hat es geheißen, es ist um 23 Uhr Sperrstunde. Das heißt, die ganzen Gastronomen haben wir schon eingekauft, haben gesagt, jetzt machen wir Silvestermenüs, jeder kann kommen. Dann gab es auch einen Freudentaumel, weil es dann geheißen hat, es gibt ja überhaupt keine Sperrstunde mehr. Man kann feiern so lange, wie man will. Und jetzt wieder alles retour, 22 Uhr Sperrstunde, das heißt, bei mir melden sich ja auch viele Gastronomen, die sagen, jetzt wird abgesagt. Viele Silvestermenüs werden abgesagt, man weiß gar nicht, ob man das Lokal überhaupt aufsperren will. Es kommt in den Urlaubsorten zu so Abstrusitäten, dass man ein Feuerwerk jetzt um 22 Uhr machen muss, anstatt wie wir alle ja gewohnt sind in der Tradition zum Jahreswechsel um 24 Uhr, dass man da die Raketen in die Luft schießt und sich freut, dass ein neues Jahr beginnt. Oder auch Fackelwanderungen dürfen gerade in den Skigebieten und am Land nicht stattfinden, weil es wieder als Veranstaltung gilt und man dort wieder ja, gesonderte 2G-Regeln haben muss, beziehungsweise Veranstaltungen überhaupt untersagt sind. Das heißt, es ist ein totaler Murks. Keiner kennt sich eigentlich mehr aus, was gilt morgen, weil es sich die Bundesregierung es doch immer wieder ständig anders überlegt. Und für viele Gastronomen, die ja jetzt schon am Rand ihrer Existenz sind, weil die Gastronomie gerade in Wien ja auch durch Bürgermeister Ludwig noch viel länger zu hatte als in anderen Bundesländern, denen geht ja das Geld aus. Die müssen die Leute jetzt nicht mehr in die Kurzarbeit schicken, sondern sie müssen sie sogar viele kündigen, weil die Umsätze alle nicht stimmen. Und eine Prognose sagt ja, dass überhaupt ein Drittel der Gastronomie in Wien nicht mehr aufsperren wird dann im neuen Jahr, weil wenn dann die Stundungen fällig werden und die Steuern gezahlt werden müssen, die Umsatzsteuern von November und Dezember, die Gehälter gezahlt werden müssen im Jänner, die ganzen Lohnabgaben gezahlt werden muss im Jänner, dass es dann viele, viele Gastronomen aufstellt. Und eigentlich hat Michi Ludwig hier mit dem verlängerten Gastro-Lockdown die Gastro ermordet und ihnen den Todesstoß versetzt. Vor genau einem Jahr hat die Coronavirus-Impfaktion in Österreich begonnen. Wie sieht Ihre Einjahresbilanz aus? Ja, das war schon wieder Abstrusität und ein komplettes Missmanagement. Jetzt hat man ja dann noch dazu eine neue Einheit gegründet, die Einheit Gecko. Ich glaube, das ist jetzt schon die 16. Corona-Einheit, weil jedes Bundesland agiert hier verschieden. Man sieht ja jetzt schon, dass diese Impfung nicht so wirkt, wie es versprochen wurde, wo man gesagt hat, man muss sich nur einmal impfen, dann ist man lebenslang immun. Jetzt hat man schon die zweite Impfung benötigt, jetzt muss jeder schon boostern gehen, weil das Zertifikat abläuft, wenn man nur zwei Impfungen hat. In Israel redet man jetzt schon von der vierten Impfung. Das heißt, eigentlich das, was versprochen wurde, nämlich dass mit der Impfung, dass das ein Gamechanger ist und dass die Pandemie aufhört, das hat eben nicht stattgefunden. Und umrudert ja auch schon die Verfassungsministerin Edtstadler zurück, weil diese Impfpflicht, die jetzt hier verfassungsmäßig verankert werden soll in Österreich, die kann nicht halten, weil ich kann ja niemanden dazu zwingen, sich mit etwas zu impfen, wenn dieser Impfstoff wirkungslos ist. Und so wie es jetzt ausschaut, ist eben bei Omikron, bei dieser neuen Variante, dieser Wirkstoff überhaupt nur noch ganz, ganz schwach wirksam. Und deswegen ist auch hier, auch aufgrund des politischen Drucks der FPÖ, endlich einmal auch die Bundesregierung ein bisschen abgewichen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie noch weiter abweichen wird von diesem Impfzwang hin zu einer weiterhin freiwilligen Impfung. Arbeitsminister Martin Kocher sagt, 3G am Arbeitsplatz soll bleiben. Da hat es ja auch andere Vorstöße gegeben, zum Beispiel von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der gemeint hat, die Impfpflicht werde seiner Meinung nach selbstverständlich auch für den Arbeitsplatz gelten. Ist das jetzt schon so ein Zurückrudern? Weicht man da ab von der ursprünglichen Strategie?
Es ist ein Zurückrudern, weil man eben sieht, dass dieser Impfstoff nicht wirkt und das, was man versprochen hat, kann man nicht halten. Warum hier Michael Ludwig noch immer auf den falschen Dampfer setzt und die Menschen eigentlich Richtung Impfzwang eben hin zu einer Impfung zwingen will, dass man ausgeschlossen ist, dass man nicht mehr arbeiten gehen darf, wenn man nicht geimpft ist. Das zeigt ja schon dieses engstirnige Bild vom Lockdown-Jünger Michael Ludwig, der erstens Wien länger zusperrt, der in Wien gesonderte Regeln haben will am Arbeitsplatz, was in den anderen Bundesländern nicht so ist. Und eigentlich ja der Keil ist, der diese Spaltung auch vorantreibt, der Gesellschaft zwischen geimpften und ungeimpften Personen. Und mein Motto ist immer zusammenhalten statt Gesellschaft spalten. Und diese Spaltung der Bundesregierung, aber auch von Michael Ludwig, dem diese Gesellschaft spalten, das darf nicht weiter voranschreiten. Worüber sich ganz viele Menschen in Österreich wundern, ist, dass im Sommer bereits 42 Millionen Impfdosen bestellt wurden für die nächsten 2 Jahre, also für 2022 und 2023 und 2023. Wir sind aber nicht mal 9 Millionen Einwohner. Wie kann man sich diese hohe Bestelldosis erklären? Ich glaube, das ist auch einfach nur ein Missmanagement der Bundesregierung, dass man, weil es am Anfang zu wenig gab, dann am Schluss zu viel bestellt hat. Und noch dazu von einem Impfstoff, der eben anscheinend nicht das hält, was man versprochen hat. Drum, glaube ich, ist ja auch dieser Druck da, dass man jetzt schnell boostern muss, dass man vielleicht bald schnell die 4. Impfung haben muss und dann die 5., um diesen Impfstoff loszuwerden, dass es dann nicht nachher heißt, die Bundesregierung hat hier sinnlos Geld rausgehaut. Mein Weg wäre gewesen, das Geld zu nehmen, was man jetzt für die Impfbestellungen, für die überflüssigen Impfbestellungen hergenommen hat, dass man das ins Gesundheitssystem investiert, dass man mal den Pflegern wirklich einen echten Bonus auszahlt, dass man die Ärzte auch besser bezahlt. Denn es kann ja nicht sein, dass wir ständig immer nur klatschen und applaudieren und sagen, wie toll das nicht die Ärzte machen. Aber dann sind nicht einmal mehr ein paar hundert Euro da, um den Ärzten mehr Geld zu geben. Das ist ja auch wiederum nur eine Farce der Politik. Mhm. Österreich war eigentlich nie ein besonders demonstrationsfreudiges Land. Jetzt haben wir in diesem Jahr ganz viele Demonstrationen erlebt. Gestern waren es allein am 2. Weihnachtsfeiertag, 18 an der Zahl in ganz Österreich. Vizekanzler Werner Kogler hat gemeint, bei Demonstrationen gehen Staatsverweigerer, Demokratieverweigerer, Neonazis und Neofaschisten mit. Wie beurteilen Sie diese Aussage? Da sieht man, dass der Kogler jetzt salopp gesagt echt ein Trottel ist und gar nicht weiß, was da auf der Straße passiert, der möchte sich ja nur einmal wirklich dort hinstellen und sich die Menschen anschauen. Das sind ganz normale Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, das sind junge Menschen, das sind alte Menschen, das sind Ärzte, die jetzt sagen, wenn sie zu einer Impfpflicht gezwungen werden, wenn ein Impfzwang kommt, dann müssen sie ja ihre Arbeit niederlegen. Es gibt Pflegekräfte, die sagen, wenn ein Impfzwang kommt, dann kann ich nicht mehr weiterarbeiten. Und genau diesen Fehlschritt des Impfzwangs im Gesundheitswesen hatten da auch schon andere Länder vollzogen. In Südtirol ist man davon wieder abgekommen, weil man eben gesehen hat, dass dann auf einmal 15-20% der Ärzte, der Pflegekräfte auf einmal im Gesundheitssystem fehlen. Und wenn der Herr Kogler da jetzt beginnt, alle Leute, die da auf der Straße sind, zu beschimpfen, ins rechte Eck zu drängen, dann ist das komplett falsch. Das gehört auch zurückgewiesen. Und der Herr Kogler, ich weiß, ich glaube, der spürt sich einfach nicht mehr, wenn er sowas sagt. Es gibt nach wie vor einen Lockdown für Ungeimpfte, quasi ohne Enddatum. Wie ist da Ihre Position dazu? Auch ein kompletter Schwachsinn. Das ist eben diese Spaltung der Gesellschaft, wo man sagt, die Ungeimpften, das sind die Schlechten, das sind die Pandemietreiber und die Guten, das sind nur mehr die Geimpften. Ich denke jetzt nur weiter, was passiert denn jetzt? Die Zweitgeimpften sind dann auch bald genau solche schlechten Menschen wie die Ungeimpften, weil dort gilt dann der grüne Pass auch nicht mehr, weil da braucht man jetzt dann die 3. Impfung und dann irgendwann einmal spielt man aus die Viertgeimpften gegen die Drittgeimpften oder die Fünftgeimpften gegen die Viertgeimpften. Also und das ist einfach eine Art der Politik, wo man Menschen auseinanderdividiert, wo man Familien trennt, wo man sich nicht mehr zu Weihnachten sehen darf, wo man sich nicht mehr zu Silvester sehen darf, weil vielleicht jemand nur zweitgeimpft ist oder gar nicht geimpft ist. Das geht so nicht. Politik muss, und das ist das Wichtigste, immer eine Gesellschaft zusammenhalten und darf Gesellschaft nicht spalten.